Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Angezockt hier auf der GamersTech LP. Ich bin der Onkel und wir zocken heute an The Tribe. Ich habe wirklich mal wieder keine Ahnung, was mich bei diesem Spiel erwartet. Wie ihr seht, es ist so eine schöne Pixel-Grafik. Ein schöner... Retro-Stil-Titel. Und wir werden mal sehen, was das hier wird. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt in letzter Zeit so viel angezockt mache, das liegt einfach daran, dass ich Bock drauf habe. Dass ich richtig Bock drauf habe, neue Spiele anzutesten. Einfach nur mal eine Runde zu zocken, um es anzugucken. Und ich bin auch da jetzt in so einem komischen Programm mit drin. Und kriege dann immer mal so ein paar Keys zugeschickt. Und freut mich natürlich sehr. Und das ist zum Beispiel auch einer... Jo, werden wir mal schauen, wie der ist. Ich habe keine Ahnung. Start with Tutorial, machen wir mal lieber. The Tribe, what is right, separate people, what is left, bla bla bla. Ich habe keine... Nature learns first together separative. Was? Ach, ich muss mit denen jetzt hier so... Interessant. Oh, guck mal, ich kann jetzt... Stopp. Okay, amtliche... Achso. Ich muss jetzt die Sachen hier einsammeln mit diesen Leuten. Oh, halt. Ja, super. Ja, super. Das ist natürlich klasse. Das ist wow. Ich glaube es gar nicht. Ja, simpel. Was haben wir denn hier? Ach, wir haben, guck mal, wir haben jetzt sogar Sperre. Ach so. Ach, die muss ich mich ausrüsten, dann kann ich die fangen. Ah, okay. Das ist Sinn, natürlich. Okay. Wir haben verschiedene Formationen, die wir einnehmen können. Und ja, why not dice Sherman once more? Der Sherman. Oh, jetzt rennen wir im Dunkeln. Schrennen wir. The darkness hides the past. Okay, ja, ja. Ja, jetzt haben wir natürlich... Okay. Wir brauchen mehr zu essen. Und ja, okay. Oh, die fressen sich dann selber. Okay. Okay, aha. Wow. Oh. Wir sind über den Tribe angekommen. Und ja. Super. Start, jetzt machen wir mal einen Start ohne Tutorial. Und ja. Okay. Na dann rennen wir mal wieder ein bisschen rum hier. Ist natürlich toll. Wir haben jetzt hier mit zwei. Ist ein bisschen dumm. Oh, haben wir hier einen Baum. Oh. Wie war jetzt die? Scheiße. Schön, Mann, ist gut. Oh, keine gute Idee, mit dem Tiger anzulegen. Okay, ich hab's verkackt. Die haben alle nichts mehr zu essen. Okay, alles klar. Er hat doch eine gewisse Schwierigkeit gekommen. Wir machen nochmal. Alles. Okay. Was ist hier passiert? Kann man den jagen? Oh! Alter! Oh, ich bin natürlich ins Wasser gefallen. Okay, mit den Viechern darf man sich auch nicht anlegen. Ja, das weiß man ja vorher nicht. Ne? Ich dachte, das ist jetzt ein großer Büffel. Den können wir fangen. Aber dem ist nicht so. Also, irre. Irre, was, auf was die Leute für Ideen kommen, für Spiele zu entwickeln. Oh, fuck.
Jetzt sterben sie wieder, weil wir nichts zu essen haben. Na super. Kann man hier was? Ach, man kann diese... Aha, na sagt doch was. Hier kann man seine eigenen Leute jetzt testen. Oh, wieder falsch. Gut, geht's richtig. Okay, wir müssen mal... Dass nicht so viele sterben. Okay. Was ist jetzt? Wo müssen wir denn jetzt hin? Okay. So, hier haben wir noch was zu fressen. Boah, super. Schönes Spielprinzip. Okay, hier sind wir noch dahin. Time of Fire up. was? Ja, das sind wieder meine Englischkenntnisse. Geh mal da drauf. Soll ich mir halt ein bisschen Food abziehen. So. Weiter geht's. Wir müssen jetzt hier aufpassen. Das zu fressen. Mal vier Gruppen, genauso. Und Krieger weichen wir natürlich aus. Achso, warte mal, ich hab zwei. Pops. Ey, was passiert denn da? Oh, jetzt ist der... Wird dann wieder ein neuer zum Schirmen. Vierer Gruppen, ja, unsere Männlein, die sind leider nicht mehr was zum. Okay. Krass, ich weiß gerade, ich bin gerade wirklich ein bisschen... Was zum Geier? Da können wir machen erst mit was. Nein. Ach komm hier. So. Ein paar Entscheidungen danach treffen. Mhm. Wo laufen wir denn jetzt hier rum? Ich denke mal an die Bienen, ist es bestimmt nicht so toll zu laufen. Ich weiß es nicht. Ist ein Tiger? Oh, was ist das? Ach, das ist Wasser, das wusste ich doch nicht. Nur. Continue. Okay, wir probieren es mal weiter. Irgendwie, das Spiel ist so simpel, aber irgendwie ist es... Total. Was zum... Was? Oh Gott. Okay, da gibt man dem einen Sperr. Okay, da wird er dort nicht durchkommen. Was mache ich denn jetzt hier? Boah. Oh, den, ach, die kann ich essen. Ach, sag das doch, Leute. Ne, den kann ich definitiv nicht essen. Jetzt kann ich ja mit 5. People. Ah, jetzt habe ich da People. Na toll. Sperre. Wieder einer gestorben. Ja, wir haben den Busch vergessen. Verdammt. Aber wir müssen ja jetzt auch dazu sagen, wir haben auch nicht mehr sehr viel Eingeborene, um zu sagen. Ach nein, ich muss darüber. Oh. Glaube ich jetzt richtig? Okay, wir haben es geschafft. Es sind nur noch zwei Leute. Kann man jetzt hier hochlaufen? Nein, wir gehen immer einen Weg. Hier mit Krokodilen. Komm, wir gehen mal den mit Krokodilen und No Rest. So, wir machen mal das zweite, komm. Oh, jetzt rennen wir noch Nacht weiter. Okay. Ach, Essen. Das Essen fehlte. Ah, okay.
Ja, okay, komm, wir machen es nochmal. Macht irgendwie Laune. Ich weiß nicht warum, aber es macht Laune. Ich habe keine Ahnung warum. Ich kann es selber nicht so ganz verstehen. Dem sollten wir ausweichen. Halt. So. Alter. Einmal falsch reagiert. Ja, Moment, jetzt sterben natürlich die Leute. Weil wir nichts zu essen haben. Das sollte nicht passieren eigentlich. Dem Löwe weichen wir natürlich aus. Löwe, den Tiger, das weiß ich, was das ein Löwe ist, das glaube ich. So. Warum sterben wir denn jetzt? Okay, mit dem sollen wir uns nicht anlegen. Boah. So, jetzt gehen wir mal den Weg hier unten. Na. Leute, na Food. Ja, dann müssen wir also der Nacht weiterziehen. Ja. Okay, also es ist, wird noch schwierig. Ich mache noch einmal. Einmal mache ich es noch. Einmal zocke ich noch. Hallo, lieber Löwe. Jesus. Ach so, wir hätten ja auch bei Nacht die... Und überrennen. Boah, auch wieder essen. Oh, was ist jetzt wieder los? Warte mal, wir können doch... Boah. Aber so überlebt man wenigstens ein bisschen länger. Halt, so. Nein, das war wieder falsch. Aber die laufen auf... Ja, liebe Freunde, also es ist nicht unbedingt einfach. Also man muss hier wirklich bloß die Maustaste drücken und hier oben die Zahlen um die Dings. Also Maustaste drücken. Damit, da können wir uns... Wir müssen schaffen, mehr zu essen. Dieses Essen, also ist Essen für uns. Gut. Okay, ein Söldner. Ja, jetzt fängt's wieder an. Wir machen mal genug Food. So. Wir sind... shit. Man weiß halt da nicht, wie man so reagieren müsste, sollte. So, die Nacht bricht rein. Nee, doch nicht. Den Weg gehen wir. Was? Wer eigentlich kann? Bitteschön. Keine Ahnung, was ich drücke. Ja. Ja. Was zum... Ist... Ja. Oh, machen wir minus 3 Foot, dass wir am Tag weiter rennen können. Oh. Shit. Das sieht ja nicht gut aus. Hier sind nicht mehr viele Leute. Naja, okay, genug getestet, liebe Freunde, ihr habt es gesehen, The Tribe, ich weiß nicht, wie viel es auf Steam kostet, ist so ein kleines Minispiel für nebenbei mal wieder, ist ganz lustig und es werden auf jeden Fall noch angezockt,
in der Zukunft kommen. Es werden gute sowie schlechte Spiele, alte sowie neue Spiele kommen, die ich hier jetzt mal ein bisschen anzocke. Und also es gibt auch Titel, die ich anzocke, die schon ein paar Jahre, vielleicht sogar schon alt sind, die ich noch nie gezockt habe oder sowas. Also die ganzen angezockt sind bei mir blind. Das möchte ich bloß davor sagen. Und es gibt dann halt auch mal ein paar ältere Spiele, die ich noch nicht angezockt habe. Und hier will ich einfach mal so eine kleine Reihe ins Leben rufen und die wirklich mal ein bisschen strenger durchziehen. Nicht wie früher, aber mal angezockt, dann kam wieder monatelang nichts, dann kommt mal wieder ein angezockt. Und ich möchte das jetzt mal ein bisschen am Leben halten, dieses angezockt Ding. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist, wie gesagt, so ein kleines Spiel nebenbei mal wieder. So ein, wer gerade die Reihe überhaupt so von Anfang an so mitgeguckt hat, ich hatte im letzten Teil angezockt Blantaria oder Blantaria gezockt mit diesen kleinen, da möchte ich noch was dazu sagen, und zwar wenn man das Spiel anlässt, Blantaria, dann sammeln diese Viecher weiter die ganzen Pflanzen und so ein Zeug und Tomaten und Gurken und den ganzen Mist, und er kriegt dann, wenn er wieder anmacht, das ganze Geld dann. Also das läuft immer weiter, wie dieses Adventure Capitalist, was es damals gab. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, was ich hier erzähle. Ich hoffe, ihr habt den letzten Teil angezockt gesehen von Planetaria. Wenn nicht, dann guckt ihn euch einfach an, da wisst ihr, von was ich jetzt geredet habe. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten angezockt Let's Play Projekt oder sonst irgendwas. Und dann, bis dann!